Es ist die Straße der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Es ist die Fortsetzung des Kommens Christi in Erdentagen auf sakramentale Weise. Liebe Schwestern und Brüder, darum geht es, wenn wir uns in der Kirche versammeln. Wir sprechen heute viel von Liturgiegestaltung. Das ist schon recht, wenn wir meinen, all unsere Gaben, unsere Talente für einen schön gefeierten Gottesdienst einzubringen. Aber Liturgiegestaltung darf niemals das verdunkeln und verwischen, worum es eigentlich geht, nämlich um die Straße Gottes. Gestaltung darf nicht das eigentliche Wesen der Liturgie überlagern, dass sich nämlich, wie wir im Hebräerbrief hörten, der Himmel auftut. Wenn wir zusammenkommen, Sakramente feiern, Eucharistie feiern, dann gehen wir die Straße auf das himmlische Jerusalem zu. Und da dürfen wir uns als Menschen nicht mit unseren tollen Fähigkeiten so in den Weg stellen, dass man das eigentliche Ziel der Liturgie gar nicht mehr wahrnimmt, dass die Liturgie nur noch eine Repräsentation der Gemeinde ist. Natürlich ist die Gemeinde, ihre Gaben, ihr Engagement wichtig, aber es muss in Dienst genommen werden für den Weg hin zum himmlischen Jerusalem. Es geht immer darum, dass der Auferstandene gegenwärtig wird. Das ist das Letzte. Wir kommen zusammen, damit wir ihn berühren, ihm begegnen. Nicht, damit wir wissen, was die Frau Meier für ein neues Kleid hat oder wie das Fräulein Sophie schön singen kann. Und das geht es nicht, liebe Schwestern und Brüder. Und diese modern wirkende, futuristisch ausgestaltete Kirche, die macht das deutlich. Weg Gottes, Straße des Kommens Gottes. Kirche ist Straße des Heils. Die Bausteine, die Jesus uns selbst gegeben hat, die Sakramente, die sind hier in den Boden von Dietenhofen eingelassen, damit sie auch in die Herzen der Menschen von Dietenhofen schließlich eingelassen werden. Beginnen wir mal bei dieser Straße. Da hinten beim Eingang ist bereits der Taufbrunnen. Wir treten in die Kirche ein durch die Taufe. Die Taufe ist nicht ein magisches Zeichen und Übergießen mit Wasser, sondern die Taufe ist, wie Paulus sagt, ein Gleichwerden mit Christus. Dieses Untertauchen, das ja die alte Kirche noch verwendet, dieses dreimalige Untertauchen, das symbolisiert die Grabesruhe und die Auferstehung Christi. Wir symbolisieren es heute mit dem dreimaligen Übergießen. Also wir werden Christus gleich. Durch die Taufe betreten wir den Weg Jesu Christi, weil wir ihm gleich werden. Er schenkt uns eine neue Wirklichkeit. Unsere menschliche Wirklichkeit, und das will die Geschichte vom paradiesischen Sündenfall sagen, ist eine gebrochene Wirklichkeit. Und nun kommt die Beziehung mit Christus. Wir haben Teil an seiner Auferstehungswirklichkeit. Deswegen ist es eigentlich ein Paradox, wenn Christen Angst haben, wenn Christen Zukunftsangst haben, wenn sie sich fürchten vor irgendetwas. Wenn ich Christus gleich bin, ähnlich bin, wie Paulus sagt, vor was sollte ich mich dann eigentlich fürchten? Er ist bei mir, ich bin ihm gleich, ich gehöre nun zu seiner Weggemeinschaft. Ja, ich bin ein Stück weit neue Schöpfung und in meinem Inneren brennt das Licht Christi, das Licht der Hoffnung. Deswegen habe ich am Taufbrunnen die Osterkerze angezündet. Ja, liebe Schwestern und Brüder, diese wichtige Station sagt uns, dass wir mit einer neuen Wirklichkeit ausgestattet sind. Befreiung von Erbsünde. Was heißt das? Das heißt, fähig für die Partnerschaft mit Gott. Fähig für die Partnerschaft mit Gott und ähnlich dem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Taufbrunnen,
erinnert uns, wenn wir die Kirche von Dietenhofen betreten, an diese neue Wirklichkeit, in der wir stehen. Er erinnert uns aber auch zugleich an die Gebrochenheit unseres menschlichen Daseins, die wir Tag für Tag erfahren. In unseren Beziehungen, in den Familien, am Arbeitsplatz, dort, wo wir buchstäblich an die Grenzen kommen, wo wir Schuld, Sünde erfahren, eigene und fremde. Und deswegen will uns dieser Taufbrunnen auch immer wieder einladen, die Sündenvergebung uns zukommen zu lassen. Die Sündenvergebung im Sakrament der Buße, der Beichte. Als Bischof macht es mich sehr nachdenklich, ja, es kratzt eigentlich stark an mir, wenn ich sehe, wie in unseren katholischen Kirchen die Kommunionhäufigkeit gewaltig zugenommen hat und andererseits die Beichtpraxis mancherorts nicht mehr vorhanden ist. Da stimmt etwas nicht. Einheit braucht Befreiung. Ja, erste Station auf diesem Weg, der Taufbrunnen. Dann führt der Weg durch die Gemeinde. Man geht den Weg nicht allein, man kann ihn nicht allein gehen. Man braucht die Gemeinschaft der Mitgehenden, der Pilger. Und da wünsche ich Ihnen hier in Dietenhofen eine intensive Erfahrung eines gemeindlichen Zusammenhalts, gegenseitiger Stützung. Da fehlt es oft in unseren Gemeinden. Nehmen wir wahr, wenn ein junger Mensch über lange Zeit plötzlich nicht mehr beim Sonntagsgottesdienst erscheint oder die alte Frau XY plötzlich nicht mehr kommt, machen wir uns da Gedanken, was da los ist? Oder trotten wir so weiter dahin? Wir brauchen Weggemeinschaft, liebe Schwestern und Brüder. Und dieser Weg in Gemeinschaft führt hierher zum Ambo und zum Altar. Beide gehören zusammen, Ambo und Altar. Sie sind zwar räumlich getrennt, aber können niemals Oppositionspaare werden. Denn das Wort ist Fleisch geworden, das ist am Altar in der Eucharistie. Dort ist die dichteste Form des Wortes, das auch heute noch zu uns spricht. Das Wort, das wir verkünden, ist nicht das Wort des Buches, sondern es ist das lebendige Wort, das auch heute noch am Altar gegenwärtig wird und zu uns spricht und sich erfahrbar macht im Sakrament. Ja, zur Eucharistie, liebe Schwestern und Brüder, da gäb's viel zu sagen. Manchmal betrachten wir die Eucharistie wie so ein geistliches Aspirin, das man sich zum persönlichen, spirituellen Wohlbefinden holt und holen möchte. Aber das entspricht nicht dem, was der Herr uns gestiftet und eingesetzt hat. Es geht auch in der Eucharistie nicht bloß um irgendeine abstrakte Gegenwart Jesu. Wenn man fragt, was ist in der Eucharistie los? Ja, da ist Jesus zugegen. Ja, wie denn? Nicht abstrakt, nicht so wie im Kino auf der Filmleinwand irgendein Filmstar für uns, für mein Herz, wenn ich ihn verehre, wenn ich sie verehre, gegenwärtig wird. Nein, nein, die Eucharistie ist eine dynamische Gegenwart des Herrn. Jesus Christus mit seinem ganzen Leben wird gegenwärtig. Mit seinem Leben, mit seinem Sterben am Kreuz, mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt.